Die Nations League ist das nächste große Ding. Die UEFA will mit diesem neuen Turnier die Freundschaftsspiele zwischen Nationalmannschaften abschaffen. Damit sage ich Servus, cool, dass ihr mal wieder mit am Start seid. Eigentlich geht's nur ums Geld. 2 Milliarden Euro will der Verband mit diesem neuen Wettbewerb verdienen. Tja, und da frage ich mich, wie sinnvoll ist das für uns Fans und wie sinnvoll ist es überhaupt für die Nationen? Vor allem den kleinen Nationen bringt es unfassbar viel. Die Nations League wird in 4 Ligen unterteilt, je nach Stärke der Teams. Der Gewinner jeder Liga qualifiziert sich dann automatisch für die Europameisterschaft 2020. Sprich, San Marino oder Liechtenstein könnten bei der Endrunde mit dabei sein. Fans aus kleineren Ländern dürften von der EM träumen und das ist großartig, das ist top. Aber die Frage, ob das gut für den Fußball ist, steht auf einer ganz anderen Seite der Medaille. Die EM wird auf 24 Teams aufgestockt und das geht auf Kosten der Qualität. Schon in der Quali sind Duelle zwischen, was nehmen wir da, Deutschland und San Marino völlig uninteressant. Wer fliegt denn dann extra für so ein Spiel zu einer Europameisterschaft und wer kauft sich vor allem für so ein Spiel ein Ticket für mehr als 100 Euro? Ich finde, Leute, das ist völliger Quatsch. Je länger ich über die Nations League nachdenke, desto dämlicher wirkt das ganze Konzept auf mich. Mein größtes Problem ist, in den Ligen kann man auf- und absteigen. Das klingt erstmal super, ist es aber nicht. Schaut euch mal die Situation von Österreich an. Wenn das Team die Gruppe gewinnt, steigt man automatisch in Liga A auf. Das ist toll, denn dann gibt's in der nächsten Auflage der Nations League so richtig geniale Topspiele. Vielleicht sogar gegen Deutschland. Das gibt's ja nicht ganz so häufig. Aber das Ziel dieses ganzen Turniers ist doch, sich für die EM zu qualifizieren. Österreich würde in Liga A überhaupt kein Land sehen, denn jetzt mal ehrlich, ich stehe komplett zu dem Team, die Spieler sind großartig, aber mit den Top-Nationen ist man einfach nicht auf Augenhöhe. Und so hätte dann dieser ganze Wettbewerb überhaupt keinen Sinn und überhaupt keine Bedeutung mehr. Es gibt einige Reaktionen zu dem Turnier. Ist auch logisch. Und hier muss ich jetzt einfach mal die Aussage vom DFB kritisieren. 2014 stimmten die Bosse gegen die Einführung der Nations League und jetzt, tja, äußern sich die Bosse sehr zurückhaltend. Zitat von DFB-Boss Reinhard Grindel. Durch die Nations League gibt es kein einziges zusätzliches Spiel und es gibt auch keine zusätzliche Belastung für unsere Nationalspieler. Das stimmt so halb, aber darauf komme ich später zu sprechen. Eine andere Sache fällt da auf. Wieso ist man erst gegen das Turnier und dann findet man es auf einmal doch wieder cool? Was ist da los? Die Antwort ist simpel. Der DFB will die EM 2024 in Deutschland veranstalten. Es wäre jetzt taktisch unklug, die UEFA öffentlich zu kritisieren. Zum Glück hat nicht jeder einen imaginären Maulkorb. Rudi Völler sagt zum Beispiel, dass der Stellenwert des Wettbewerbs ähnlich hoch wie beim Confed Cup ist. Tja, und der wird höchstwahrscheinlich abgeschafft. Bleiben wir kurz beim Confed Cup. Deutschland ist dort mit einem Kader voller Neulinge angetreten und ich denke, in der Nations League wird es sehr ähnlich laufen. Um Spieler zu testen, wird die B-Riege auf dem Platz stehen. Und da frage ich mich, ich weiß, das sind viele Fragen, wie viel Wert haben dann diese Spiele überhaupt? Bei einer WM oder auch bei einer EM habe ich so richtig Bock auf die Duelle und da fiebere ich auch mit. Wenn dann aber die deutsche B-Elf auf die französische C-Elf trifft, interessiert es doch keine Sau. Das Ziel der UEFA ist es, mit Topspielen die Zuschauerzahlen in den Stadien zu erhöhen. Aber ist das realistisch? Der Name des Gegners alleine zieht nicht. Die Wichtigkeit des Spiels muss im Vordergrund stehen und vor allem das Prestige des Turniers. Und dieses Prestige ist einfach nicht vorhanden. Der Pokal sieht zwar ganz nett aus, so ähnlich wie ein Schokobrunnen, nur in Silber, aber was kannst du dir vom Titel kaufen? Und jetzt wird's kurios. Du bist als Gewinner dieses Turniers nicht mal automatisch für die EM qualifiziert. Dieses ganze Konzept wirkt undurchdacht. Kurz die Zusammenfassung. Die Gruppenphase findet zwischen September und November 2018 statt. Es gibt Hin- und Rückspiele, also innerhalb von kürzester Zeit zweimal das gleiche Spiel. Ist das sinnvoll? Nee, natürlich nicht. Dann findet von Liga A im Juni 2019 das Finalturnier statt. Heißt, es gibt für die Spieler sehr wohl eine Mehrbelastung. Statt in den Urlaub zu dürfen, müssen die Spieler um den prestigelosesten Titel im Profifußball kämpfen. Etwa ein Jahr später, im März 2020, kämpfen dann die Teams in den Nations League Playoffs um die letzten 4 Plätze bei der Europameisterschaft. Vor allem für Liga A machen diese Playoffs überhaupt keinen Sinn, denn eigentlich sollte sich jedes Top-Team in der regulären Quali für diese Endrunde qualifizieren. Und wer soll dann in den Playoffs denn gegeneinander antreten? Die Niederlande gegen Holland oder was? Wie am Anfang schon gesagt, am Ende ist das Turnier nur dafür da, damit sich kleine Nationen doch noch für die EM qualifizieren können.
Ihr seid auch sehr skeptisch, was dieses ganze Konzept angeht. Im Community-Tab habe ich gefragt, wie sinnvoll der Wettbewerb denn ist. Hansa Ott hat geschrieben, leider wird es wahrscheinlich auch keine Freundschaftsspiele gegen Länder aus anderen Verbänden mehr geben. Ich schaue lieber Freundschaftsspiele von Deutschland gegen Kamerun, Uruguay oder die USA, anstatt zum x-ten Mal Deutschland gegen eine andere europäische Mannschaft. Marius Konrads wirft dann die Frage auf und die ist sehr gut. Passt mal auf. Ich finde es zwar schön, wenn die besten Nationen Europas gegeneinander spielen, aber gibt es dafür nicht die EM? Das stimmt. Mit der Nations League wertest du automatisch die Europameisterschaft ab. Ein sehr wichtiger Punkt, den habe ich noch gar nicht angeschnitten. Positiv sieht es Huri. Ich finde es gut. Somit haben die Länderspielpausen endlich einen Sinn. Klar, es geht auch bei diesem Konzept wieder nur ums Geld, aber auch für die Zuschauer sollte es angenehmer sein, spannendere Spiele wie Deutschland gegen Frankreich als Deutschland gegen San Marino zu sehen. Was sagt ihr denn? Wird sich dieses Konzept am Ende durchsetzen oder wird es ein absoluter Flop? Lasst uns da gerne mal in den Kommentaren diskutieren. Dazu gibt es auch oben im i noch eine Umfrage. Macht da auch gerne mal mit. Jetzt kommen wir mal zum Fan der Woche. Die Katharina ist hier rechts im Bild und sie war zum ersten Mal mit ihrer guten Freundin im Stadion und zwar beim Hamburger SV. Sie war besonders happy, Fiete abzusehen. Ihr könnt mir natürlich auch gerne Bilder schicken und zwar auf Instagram, Twitter oder auf Facebook. Die Links sind jeweils unten in der Videobeschreibung drinnen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich gut Kick und ciao.